Leute, wie von euch gewünscht, stelle ich euch heute die erste von zwei exklusiven Legenden vor. Ich wollte eigentlich beide in ein Video packen, dauert aber, denke ich, viel zu lange. Deswegen heute Fade. Vor ein paar Tagen habe ich darüber berichtet. Laut Leaks sollen Fade und Rhapsody in die Vollversion kommen. Die meisten von euch kennen die Legenden nicht und haben sich gewünscht, dass ich die mal vorstelle mit Fähigkeiten. Ich habe das Gameplay für euch und so weiter und so fort. Mit Fade fangen wir an. Das ist dieser nette Herr hier. Stopp, das waren schon die Fähigkeiten. Das ist Fade. Den stelle ich euch halt vor. Der ist sehr, sehr effektiv. Und ich blende euch am Ende eine Ähnlichkeit mit Revenant ein, die eigentlich kaum abzustreiten ist. Und genau das könnte der Grund sein, warum Fade eben reinkommt und Revenant in diesem Folge-Event, was jetzt am Dienstag startet, einen Skin bekommt, der dem von Fade als Original-Fade-Skin extrem ähnlich sieht. Bevor ich anfange, ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung. Vielleicht hat der ein oder andere gesehen. Ein Cap von mir, ein bisschen Apex-Merch. Wer Bock hat, ich habe seit neuestem einen eigenen Merch-Shop. Dort gibt es ein paar Sachen. Die Comics hier von den Legenden wurden gezeichnet von Panda. Eine Abonnentin von mir, schon sehr, sehr lange, hat schon einiges für mich gezeichnet. Ich habe zum Beispiel auch das hier, ganz kurz, geht ganz schnell, wer da Bock drauf hat. Zum Beispiel hier einen Octane. Oder ein T-Shirt mit meinem Logo. Es gibt natürlich jede Menge mehr. Es gibt noch ein paar andere Legenden. Eventuell wird sich der Shop noch um einiges erweitern. Wer da mal reinsehen möchte, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Link in der Videobeschreibung oder auf meiner Kanalinfo auf YouTube. Ganz wichtig, nur auf YouTube. Wisst ihr Bescheid? Und wir fangen jetzt einfach mal an mit den Fähigkeiten von Fade. Moment, das war das Falsche. Die taktische nennt sich Flashback, die passive heißt Slipstream und die ultimative Fähigkeit heißt Facejammer. Wir fangen mit der passiven Fähigkeit an. Du slidest und am Ende des Slides bekommst du nochmal einen Movement Speed von 15% von 4 Sekunden. Cooldown 10% und sieht wie folgt aus. Searching forward. Sieht mega aus, ist übrigens eine Assault-Legende. Die taktische Fähigkeit nennt sich Flashback und ist meiner Meinung nach die effektivste Fähigkeit für diese Legende. Du kannst in der Zeit zurückreisen, nur die Legende, natürlich nicht das gesamte Spiel, das würde nicht funktionieren. Du kannst dich innerhalb von 3 Sekunden dorthin zurückteleportieren, wo du vor 5 Sekunden standest. Hier habe ich leider keine Cooldown-Zeit. Ach doch, da oben, 25 Sekunden und hier ist das Gameplay dazu. Die Animation sieht einfach ultra erste Sahne aus. Und die ultimative Fähigkeit, die nennt sich Facejammer, hatte ich schon erzählt. Du schmeißt eine Granate und in diesem 8 Meter Wirkungsbereich dieser Granate dauert das. Der Impact dauert ungefähr 3 Sekunden und erst wenn die 3 Sekunden rum sind, werden alle sich darin befindlichen Legenden inklusive deines Teams von mir aus auch oder Gegner eben, werden darin unsichtbar gemacht. Und es gibt noch 10 Damage obendrauf und du bist dann für 5 Sekunden unsichtbar und genauso sieht diese Fähigkeit aus. Und der Gibi wird jetzt unsichtbar für ein paar Sekündchen und danach kannst du den wieder anballern. Und genau diese Fähigkeit, die ich euch jetzt gezeigt habe, wurden als ultimative Rework-Fähigkeit für Revenant Reborn geleakt. Und genau diese Leaks sind jetzt verschwunden. Es soll jetzt eine andere ultimative Fähigkeit geben. Und genau mit dieser Kombination können wir davon ausgehen, dass tatsächlich Fade, so wie er jetzt ist, vielleicht wird ein bisschen was geändert, keine Ahnung, kann alles sein, aber mit der Tatsache, dass auf einmal die Ulti für Rev Reborn eine andere werden soll, was genau steht immer noch nicht fest. Ich habe vor kurzem ein Video drüber gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, schaltet ein paar Videos zurück. Dort findet ihr die Informationen. Und genau deswegen ist das ein Indiz. Zum einen, dass wir davon ausgehen könnten, dass Fade so kommt und Revenant eine andere ultimative Fähigkeit bekommt. Und jetzt möchte ich euch mal eben kurz die Ähnlichkeit zwischen Fade und Revenant in dem Event zeigen. Ich blende das hier mal ein. Das ist hier relativ klein. Moment, ich ziehe das jetzt einfach mal ein bisschen größer und zieht euch mal die Maske rein. Dieser Revenant-Skin ist erstmal allererste Sahne. Sieht ultra nice aus. Zum Dressed-to-Kill-Event am Dienstag kommt der rein. Und jetzt vergleicht einfach mal diesen Skin, dieses Gesicht mit Fade. Zack, warte, ich mache das hier nochmal weg. Zieht euch mal die Maske rein. Das macht sich jetzt ein bisschen blöd. Ich habe jetzt nicht das beste Bild hierfür rausgefunden. Ich kann das auch mal
so gegenüberstellen. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Aber ich finde, die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Und so könnte man denken, dass das vielleicht ein versteckter Hinweis darauf ist. Achtung, demnächst kommt der Kollege ins Spiel. Und Revenant hat hier schon mal einen Skin bekommen, der dem wirklich tatsächlich sehr, sehr nah ist. Leute, wir können hier gerne spekulieren. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Lasst mich in den Kommentaren gerne mal wissen, was ihr von den Fähigkeiten haltet. Würdet ihr euch den so winden? Ich habe ein Sprachfasching heute, das ist der Wahnsinn. Würdet ihr euch den so wünschen? In einem der nächsten Videos geht es dann um Rhapsody, die zweite Exklusiv-Legende für die mobile Version, die auch sehr, sehr geil ist. Das war es jetzt erstmal von mir. Wie gesagt, schaut ja mal in meinem Shop vorbei, würde ich mich sehr darüber freuen. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.